So, was wir aber übernehmen können, ist schon mal das Erz hier. Wird das gut abgeholt? Ne, das wird nicht gut abgeholt, ne? Das Erz wird einfach nicht gut abgeholt. Gibt's so... Der Verbrauch ist halt... Ja, auch du ziemlich im Arsch. Du müsstest im Grunde gesehen deine andere Erzschmelze müsstest du anhalten. Du meinst die gute, in Anführungszeichen. Ja. Genau, du müsstest anhalten, bis halt das da entsprechend abgebaut ist. Ja, aber das ist halt auch irgendwie Quatsch. Deswegen ja der Gedanke, dass ich etwas größere Lager einfach baue. Wobei ich mir halt jetzt auch gerade denke, wenn ich jetzt gucke, das Iron Chunk Feld ist 26 Millionen. Also bis ich das eingelagert krieg, nicht wegen der Abbaugeschwindigkeit, sondern einfach wegen der Anzahl an Lagerhäusern. Ich meine, ich krieg 100.000, sprich, ich habe gerade mal bei 10 Storage House habe ich gerade mal 1 Million. Und das sind 26 Millionen hier. Also, das ist wirklich ein riesen Lager. Deswegen, ich glaube, das macht dann doch nicht so viel Sinn. Wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde auf die Schnelle, wäre halt zu sagen, oben die Verarbeitung von den Platten halt. Die Anlage hier quasi deaktivieren. Genau, dass du die stilllegst. Musst du ja nur den Bahnhof ausschalten, dass da nichts mehr geholt wird. Ja. Oder nichts mehr hingeliefert wird, eins von beiden. Ja. Und dann die eine oder andere Forschung laufen lassen. Apropos. Forschung? Ja. Hey, da sieht da fehlen 3 Raffinerien. Was? 3 Raffinerien fehlen da? Jetzt wird auch noch nachlässig. Da fehlt auch noch mehr. Oh, da fehlen die Wärmerohre, sehe ich auch gerade. Die sieht man natürlich ganz schlecht. Okay, ich gehe einfach in die Mall. Ich habe gesehen, da gibt es auch Wärmerohre. Ah, das sind die Low Capacity. Na toll, muss ich selber bauen. Was fehlt mir? Energy Crystal. Was für eine Ironie. Ja. Ein ganz klein bisschen. So, bauen wir die mal um. Und dann habt ihr gesagt, mir fehlen da noch welche. Dann nehme ich jetzt... Wobei, ich habe 8... Ich habe 8 im Inventar. Seid euch da sicher, dass mir das fehlt? Ich sehe nur Rohre. Und man sieht seine pinken Leitungen. Ja. Da fehlen ganz viele. Naja, schon dabei. Kann es sein, dass noch Fabriken fehlen bei Coal Coke? Kopierfehler? Ach, Kopierfehler? Ach ja, nicht... Das nennt sich nicht Kopierfehler, das ist ein Fehler, weil hier Strommasten standen. So, und schon habt ihr keinen Strom mehr. Eieiei. So. So, ein Wasserrezept. Chemiefabriken. Ein Eingang, 2 Ausgang. Kannst du hier irgendwas kopieren? Oh, hat es gar nicht gereicht, ne? Ich brauche noch viel mehr, wie es aussieht. Na gut. Steel Beam, auch kein Problem. Oh. Mit Poor Iron kannst du doch gut Landfill machen. Landfill? Warum soll ich denn mit Iron Landfill machen? Um Gottes Willen. Jetzt kommen aber echt die skurrilsten Ideen. Also ich mache schon Beton draus. Das reicht mir. Apropos Beton. Beton ist voll. Da geht nicht mehr. Gut, ich könnte hier die Begrenzung aufheben. Wobei, nee, die ist absichtlich, weil ich will ja die Schlacke. Ne? Jetzt wird nur noch Beton durch Schlacke gemacht. Wenn Abnahme ist, wie jetzt, dann... Geht wieder ein bisschen nach, wie man sieht. Sorry, das meinte ich doch. Ah, okay. Das Loch deiner Anlage ignoriert er. Das Loch in der Anlage. Ah, das da oben. Warum fehlt da eine? Da ist doch nichts. Oder fehlt da Land... Oh, guck mal, da fehlt Landaufschüttung. Ich glaub's nicht. Da fehlt Landaufschüttung. Ein kleines Kackfeld. Ey. Ah, es sind sogar 3 kleine Kackfelder hier. Mal da fehlt was. Ja.
So. Finde immer noch Heizungsrohre da hinten. Und da. Weil ich hier mächtig Beton verbrauche eigentlich. Echt davon mehr. Ja gut, es fährt halt nur ein Waggonzug, ne? Ja. Wahrscheinlich ja, ist ja, bei dir dauernd leer. Meine Robis sind hier doch die ganze Zeit beschäftigt. Ja, hab schon gesehen. Gottes Willen, ey. So, ich gehe mal davon aus, wir brauchen ja noch einen Zug, haben wir gesagt, weil ein Kohlegaszug reicht nicht bei zwei Anlagen. Ist ein bisschen wenig. So, dann Kessel. Zack, zack, zack. Mal kurz schauen, ob wir den finden. Der ist gerade da. So. Einmal kopieren. Kohlegas an, Kohlegas ab. wir gehen hier auf Warten. Und mal schauen, ob wir das jetzt so hinbekommen. Theoretisch. Hier fehlt noch die ganze Leistung. Dauert noch ein bisschen. Aber... Uiuiui. So, und das ist nämlich der nächste Nachteil, wenn ihr Wartebahnhöfe habt, die beim Eingang sind, nicht beim Ausgang. Es kann halt auch passieren, dass dann hier völlig andere Züge drin stehen. Oh, der Zug erinnert mich daran. Ich wollte, dank einem YouTube-Kommentar, den ich da vergessen hatte. Aber das hat sich ausgeglichen hier. Hat sich es denn auch hier ausgeglichen? Ja, also irgendwer hat das wahrscheinlich im Offline-Bereich gemacht. Hier hat man vergessen, aber es passt soweit. Das ist okay. Ja, ist trotzdem hässlich gemacht. Normalerweise sollte man hier ein Warenhaus haben zum Ausgleichen. Dass, egal ob es irgendwie irgendwo ein Fehler ist, ne, ist hier genau der gleiche Fehler. Aber wir lassen, so wie hier halt, da ist es am schönsten, am angenehmsten. Weil im Endeffekt ist es, glaube ich, gar nicht so kompliziert, es umzubauen. Wie Nova ja, wie Phantom mir gesagt hat, theoretisch, hier könnten wir es umbauen. Wir fahren hier mit dem Zug rein, fahren hier mit dem Zug raus und können hier das da einfach da anschließen und schon haben wir es gedreht. Ich glaube, so kompliziert ist das gar nicht, die Dinger umzustellen. Mal gucken. Je nachdem. Wann kommt hier ein Zug? Weil dann könnte ich den nämlich nutzen, um da hochzufahren. Zugbeschränkung ist auf 1. Ui. Ah gut, wir haben 4 Züge. Ist natürlich die Frage, ob die Anzahl der Züge hier so langsam ausreicht. Es ist halt ein weiter Weg. Kohle kommt jetzt echt gut rein. Da kommt der nächste Kohlezug. Also man sieht, Kohle ist hier en masse da. Hat mal schauen. Und hier ist halt trotzdem. Hier, tote Hose. Passiert kaum was. Crazy. Fährt zu Kohle ab, ab, an, an. Zwei an, zwei ab. Würde eigentlich Sinn machen, hier nochmal einen Zug auf die Strecke zu bringen. Guck mal, Kohlegas wird auch abgeholt. Sehr schön. Kölschmann, da fehlt noch mehr. Wie kann da noch mehr fehlen? Wegen der Landaufschüttung. Oh ja, hier. Ist noch ein Fehler drin und die Greifer sind hier noch nicht. Ah, Quatsch, brauche ich doch gar keine. Ach, Blödsinn. Na, schnell. So. Den Zug wollten wir haben. Genau, wir fahren dahin, wo wir hinwollen. Was ist hier los? Oh, ich glaube, Phantom. Hier steht eine Anlage. Hä? Entweder haben wir zu wenig Steinzüge oder hier stimmt was nicht. Es wird komplizierter, als du denkst, weil dir meistens der Platz fehlen wird. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir können mal peu à peu gucken. Wieder gefunden. Was war? Ja, im Bahnhof war noch 1 eingestellt, nicht 2. Aber der Bahnhof existiert doch schon ewig. Ja, aber den Kombinator habe ich frisch gesetzt gehabt. Achso, okay.
So, das erste, was wir machen, ist ganz kurz das mal so einstellen, dass hier schon mal die Möglichkeit. Das wäre natürlich auch eine Idee, weil dann die Züge nicht rausfahren können. Ja. Sehen wir hier mal kurz weiter. Na. So. Passt. Jetzt hätten wir hier den Anschluss raus. Achso, aber den Anschluss rein nicht. Müssen wir hier kurz ändern. Warte, wir bauen. Das ist eh alles. Können hier quasi so raus. Ist jetzt doof, dass da Züge stehen. Wieso fährt der eigentlich so raus? Ist es nicht sinnvoller für ihn? Ist das echt kürzer für dich, so rauszufahren? Oder ist hier ein Baufehler drin? Ja, da fehlt eine Schiene. Wo? Hä? Hier auf der neuen Strecke? Ach, da oben. Ja, okay. Und ewig lockt das Provisorium. Hallihallo. Achso, ich hab keinen Strom. Kein Strom. Keine Schiene mehr. Das ist das Problem. So. Oh, das wird so aufwendig. Material umwälzen und Lager umsetzen, um es umzusetzen können, ist mir vor. Ja, also. Wenn es darum geht, dass ich irgendwelche Lager oder Bahnhöfe umsetzen muss, dann werde ich es nicht machen. Das ist mir dann zu doof. So, ich hätte. Ich will hier noch Signale. Ja, das ist ja auch. Das wird ja da oben auch wieder abgerissen. Achso. Ich muss jetzt erstmal die Züge hier rauskriegen. Nein, das fährt einmal im Kreis rum. Der. Okay, erstmal, ich glaube, wir trennen das jetzt mal kurz auf. So, auch wenn jetzt ein paar Züge vielleicht gleich sagen, sie können nicht mehr fahren. Das ist mir jetzt egal. So, weg. Das funktioniert auch gut. Okay, wir müssen es so machen. Fahr mal raus dir. Fahr mal jetzt ganz. Hau ab. Lass mich in Ruhe. So, und wehe, du kommst wieder. Danke. Genauso wie du. Weg mit dir. So, er ist raus. Zack, die bleiben natürlich hier, das ist klar. Dossi. Ja. Das ist übrigens mein Spruch, wenn auf der Arbeit, wenn was dann funktioniert, dann fahren halt keine Züge. Mir egal. Ja, das glaube ich so. Du lachst, das ist mein Ernst. So. Das ist raus. Und das ist rein. So, einmal raus. Einmal rein. Falsch rum. Ihr wisst schon, was ich meine. Es kann sein, dass der jetzt ein Problem hat. Warte mal. Kriege ich den hier noch drauf? Nee, dann müssen wir so rausgehen. Ja, okay, dann müssen wir so rausgehen. Was kannst du eigentlich? Ich kann viel! Was soll das? Ich nicht. Was soll das, Herr Altermann? Moin. Ich schon wieder Kinder. Mist, ne? Ernsthaft? Ich krieg das hier nicht hin? Wegen dem scheiß Bahnhof hier krieg ich das nicht hin? Doch, natürlich geht das. Es geht nur um. Warte mal. Ich muss doch nur so machen. Die Ausweichspur brauche ich eh nicht mehr, weil das war ursprünglich die Ausweichspur, um überhaupt hier. Das kann komplett weg. Das dürfte nicht mehr das Problem sein. Hoffe ich. Weil die wollten ja immer durchfahren. Und dann brauchen wir das eh nicht mehr. Da so. Hab ich mal besser geholt. Da drauf.
So, meine Fresse, was für eine Gebucht. Der Phantom hat doch bestimmt auch Radare. Was? So. Keine Radare im System, Phantom. Eieiei. Phantom redet nicht mehr mit dir. Ich mag's. Herr Phantom, Sie sind stumm, falls Sie mit uns reden, kommunizieren oder rübsen wollen, was auch immer. Entscheide ich. Irgendwas wird sein. Er hat keinen Bock mehr. Und bei der Lösung schreit er im Mund gar nicht mehr. Nee. Er ist auch gemutet. Der Monk schreit. Ich war kurz auf Klo. Was denn? Ach, du warst auf dem Klo. Einfach so. Also, der. Wer ist hier der Monk? Der Monk schreit hier definitiv nicht, weil ihr seht, hier oben ist die Einfahrt, da ist die Ausfahrt. Beziehungsweise, ist das völlig in Ordnung so. Manchmal muss das nicht schick aussehen. Ja. Manchmal muss das nur effektiv sein. Ja. Jetzt bin ich hart enttäuscht von euch. Ich hab da auch irgendwo was. Hier sieht das auch nicht schick aus. Nur effektiv. Boah, so schlimm sieht das gar nicht aus. So, jetzt ist die Frage. Nein, da funktioniert noch nicht alles. Da ist noch eine Schiene. Phantom. Denkst du an den Befehl? Wie gesagt, ich war gerade auf Klo, ich habe nichts mitbekommen. Ja, alles gut, die Forschung war ja auch gerade erst fertig. Okay, das ist klar. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit gegeben, dass zwei Züge kommen können. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Wobei, nee, eigentlich ist es egal. Also, es ist egal nicht, aber es geht ja relativ zügig, wie man sieht. Die Spur braucht man gar nicht mehr. Oh, man könnte natürlich jetzt einfach einen zweiten Bahnhof hier hinsetzen, der dann hier auch noch mit einspeist. Dann hätte man eine doppelte. Oh. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Schaut mal, was wir dadurch jetzt gewonnen haben. So gesehen. Weil wir brauchen das keinen Durchgang mehr. Der Durchgang macht keinen Sinn. Weil er kann ja hier hochfahren. So da. Passt. Will ich gerade nur noch, ob wir den Ausgang dann anders schalten. So, da ist das. Dann würde ich fast sagen, wir schmeißen den hier weg. Und den auch weg. Ah. Zum Glück kam der noch. Kurz schauen, was da los ist. So, achso, Greifer, die auch gleich noch mitnehmen sollen. Oh Mann. Hat er die schon, die großen Greifer? Ja, hat er da. Sehr gut. Arena, jawohl. Oh, so wird solch ein FFA, wenn ihr mitmachen wollt, in der Arena. Klogang ohne Taler? Ja, wenn du aufs Klo geht, das interessiert uns doch nicht. Not our problem, oder wie war das, gell? Genau. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Maybe. So. Jetzt da natürlich Zugbeschränkung einmal drauf kopieren, dann hätten wir das auch. Müssen wir kurz überlegen, wie wir das da oben anschließen. Entweder. Warte, wir müssen kurz schauen. Samuel unterstrich Springer hätte gern ein paar Dossitelle. Alles klar. Kommt. 1, 2, 3, 4, 5 Platz. 1, 2, 3, 4 Platz. 4. Das ist eine scheiß Zahl. 2, 4, 6. Ja gut, wir können mit 4 hier entlang und mit 2 da lang. Machen wir das so.
Das ist, glaube ich, so am angenehmsten. So, da kommt auch wieder ein Zug. Sehr gut. So. Ich komme mal gerade so rüber. Genau. So. Jetzt zwar ganz kurz eine beschissene Abnahme. Kann auch mal ganz. Ja, komm, wir drehen mal ganz kurz das hier. Sonst wird es noch hässlicher. Das geht? Ja. Na, wo ist das blöde Teil? Da. Ach, verdammt. So. Dann hätten wir nämlich hier. Vielleicht schaffen wir es auch so endlich, dass hier mal eine bessere Abnahme stattfindet. Drei. Vier. Interessant, wieso kommt da nichts? Weil das Band hier doch falsch rum ist. Okay. So, und das kommt da drauf und das kommt da drauf. Dann brauchen wir natürlich auch hier logischerweise die Schaltungen. Eine Belt ist falsch angeschlossen, okay. Bei mir? Bei mir wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Mich sehen die Leute nicht. Weiß man das dann? Vielleicht guckt einer bei dir durchs Fenster rein. Ja, genau. So, dann sieht er nur mein Bildschirm von hinten. Achso. Vielleicht hat er ja auch. Vielleicht hat er ja auch. Hat er gerade behoben. Ja, der Mutter war ein bisschen schnell. Der war ein bisschen schnell beim Gucker. So. Das geht da rein, das geht da rein. Was ist hier angeschlossen? Ah, guck mal, hier fehlt's Kabel noch. Da. So. Jetzt haben wir hier eine Anforderung. Wir haben hier eine Anforderung. Maximal zwei Züge. Cool wäre natürlich, wenn dauerhaft welche im Hintergrund sind. Ist aber kein Platz da. Wir könnten natürlich die Anlage nach unten vergrößern. Wir hätten hier ja noch Platz. Wir könnten theoretisch quasi hier auch noch so eine Art Pufferbereich einbinden. Aber halte ich jetzt erstmal nicht für nötig. Wie viel lassen wir denn hier zu? Oh, um Gottes Willen. Wir hatten das begrenzt. Wir hatten das begrenzt. Du. Ah, okay, erstmal. Es ist wahr, wenn kein Angriffssignal da ist. So, wenn es kleiner 1000 ist, dann... War keine Standardbegrenzung. War eine Spezialbegrenzung. Ja, für Gold. Toll. Ja. Drei Fließbänder rechts und links werden symmetrisch. Nee, klappt. Ja, hast recht. Das können wir machen. Komm, das finde ich mal ein vernünftiger Vorschlag hier. Oh. Endlich mal ein vernünftiger Vorschlag, was Symmetrie angeht. Dankeschön. Zum was? So. Hat er vollkommen recht. So. Dann kann das hier weg. Hupsa, falsche Taste, sorry. Das kann weg. Gerne doch, danke fürs Ignorieren. Hat Klaas das auch geschrieben irgendwo? Drei von links. Oh. Stimmt. Ja, wer später schreibt, hat immer Vorteile, ne? Das bin ich gewohnt bei ihm. Das deswegen Klamauter, gute Idee. Danke, Klamauter. So, er hat selbst gemerkt und das ohne unsere Adleraugen. Wunder geschehen. Immer. Das Leben ist voller Wunder, weißt du doch. Ja. Bei dir ist es das Leben des Brian. Deine Zuschauer werden so langsam sinnlos, ne? Du findest die Fehler schon selber. Das hast du jetzt gesagt hier, ne? Oh, wir haben Stromprobleme. Okay, wir hatten Stromprobleme. Gerade eben. Hä? Oh ja, 1,4 Gigawatt schon. Huch. Hoppla. So. Aber wir haben ja unsere To-Dos erledigt. Wir haben jetzt zwei Anlagen davon. Und das ist ja auch eigentlich das Ziel quasi. Die Anlage kann nur dauerhaft laufen, wenn quasi immer wieder das Zeug angeliefert wird.
Und wir sehen ja auch, da kommt einiges. Dadurch, dass das hier noch nicht mal leer war, jetzt muss erstmal das wieder leer gesaugt werden. Bis dahin muss ich schon fast überlegen, ob man koppelt doch die beiden Bahnhöfe mit den Kombinatoren und mach 3 Kombinatoren insgesamt. Und wie soll das funktionieren, du Held? Die Warenhäuser müssen getrennt voneinander sein. Und du hast keinen Platz, dann würde der dritte Zug hier hinten stehen und würde den Abnehmzug, der kommt, blockieren. Warum liest du denn einfach nicht nur einfach oben den aus? Und lässt die am Bahnhof einfach in Ruhe? Weil ich oben nur 1000 reinlasse maximal. Was? Oh, da fehlt eine Schaltung, sehe ich gerade. Lol, das nenne ich mal leck. Was ist los bei dir heute, Phantom? Der passt sich an dich an. Also hier... Bei mir leckt hier nichts. Ja, du bist ja auch der Host, du Affe. Ja, ich das auch nicht gern persönlich. Man kennt es ja von diesem angehobenen Streamer und YouTubern. Ja, die abgehobenen, ne? Rechts fehlt noch am Verteiler Warenhaus ein grünes Kabel. Jawohl, habe ich gesetzt. Da fehlt die Schaltung vom Eingang ins Warenhaus. Jawohl, habe ich gesetzt. Passt. Ich bin fast dafür, dass wir... Warum fährt der Zug da lang? Okay, wir haben doch einen Zug, der hier Durchgangsverkehr hat. Das ist der da hier. Stimmt. Wir kriegen aber... Warte mal, das... Boah, das wäre aber... So wäre es schöner. Aber wir brauchen die Ausgangsspur... Das wäre dann da und das geht nicht. Ah, das ist ja schon die maximale Distanz. Oh, wobei, das ist die maximale Distanz. Das würde gehen. Warte, ich prüfe das mal. Ja, das geht. Okay, wir müssen das so machen. Einmal so. Ah, Drecksbahnhof. Drecksbahnhof. Ich setze erstmal kurz die Schiene. So hätte ich das gerne. Dann lass mich weg hier und da. Da. So. Ich meine, das würde ja gehen. Nein. Ja. Also das wäre kein Problem. Und das geht. Ach! Nein. Leute, macht einen Song. Cam aus! Danke, Klaas. Dim, dim. Alter, wie kann man so doof sein, Alter? Wie kann man so doof sein? Muss dich nur selber fragen. Das ist fürchterlich, ey. Oh Gott, ey. Wieder Ding. Ich hab drauf gewartet. Dyson Frost. Das ist immer dieses, man baut eine Schiene und bleibt auf der Schiene einfach drauf. So, aber ja, das ist okay. Die Alternative wäre halt jetzt gewesen, das ganze Band zu verschieben. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, sorry. Ja. SRIAM35 sagt, räum mal dein Inventar auf Dossi. Ja, okay. Hört ihr, wie der Bot, wie Hans auch noch sagt, Dossi. So richtig mit einem grandigen Sound. Und mit was? Mit Recht. Ah, Discord Mute, jawohl. Weg damit. Marcel 171297 möchte etwas Ruhe. Discord muten, 5 Minuten, Dossi. Ja, das erste Mal, dass ich den Sound jetzt auch höre. Vielen, vielen Dank dafür. Ah, hört ihr diese Stille? Angenehm. Mal kein Gemecker. Ist der Dossi flach wie ein Teller, war der Zug sicher schneller. Arikosa, sehr geil. Sehr, sehr geil, Arikosa.
Hab's gerade so gedacht, da steht er aber ungünstig. Mein Gott, Strom an, Dorsi, kaputt. Guten Abend zusammen. Tobi, einen wunderschönen guten Abend. Ah, Stream meinst du? So, dank Phantoms wunderbare Anlage ist aufräumen, Inventar aufräumen, gar nicht mehr so kompliziert. Wir schmeißen mal das raus. Was brauchen wir denn nicht? Im Endeffekt brauchen wir die Tanks gerade auch nicht. Die Lager brauche ich immer. Fließbänder brauche ich eigentlich auch immer. Aber das ist nicht ein voller Stack. Das ist kein voller Stack. Die behalten wir. Rot kann man auch immer gut gebrauchen. Guck mal hier, diese einzelnen Dinger können wir mal rausschmeißen. Das kann man auch immer wieder gut gebrauchen. Züge wollte ich gerade setzen. Ich will mich noch einen fünften Kohlezug mit reinbringen. Was wir definitiv nicht brauchen, aber das kann ich hier nicht reinschmeißen, weil das wird hier nicht verarbeitet. Poor Iron Chunk. Poor Iron Chunk könnte ich in unsere Betonanlage schmeißen. Die ist nicht begrenzt. Wow. Hier ist eine Schaltung dran. Warum? Was ist hier wieder eingestellt? Ah. Es ist wahr, wenn kein Angst... Nein, es ist falsch, wenn kein Angst vorhanden ist. Genau, wenn es kleiner 89.000 ist. Oh, halt, warte, dann es ist wahr, wenn keine... So. Klatsch, jawohl. Auch das ist verdient. So. Nichtsdestotrotz, dann schmeißen wir es so rein. Passt auch. Cold Pellets ist ja total easy. Schmeißen wir hier rein. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken. Ne? Machen wir 10 Minuten, interessiert mich mehr. Cold Coke. Das ist jetzt mehr geworden? Hier gab es einen Leistungsanstieg. Au. Oh, ich wette mit euch, eine der Anlagen kann kein Coal Gas mehr abgeben. Ja, man sieht's hier. Ah. Ich würde mal sagen, 3 Kohlezüge sind zu wenig. Oder ist die Kohle doch aus? Ist die Kohle aus? Oh, es wird... Es... halt falsche Anlage. Ach, die Anlagen stehen doch alle nebeneinander. Oh, 10k, 50k. Boah, das passt eigentlich. Ich glaube, hier ist der... Nein, also das funktioniert. Wir haben 2 Zugbeschränkungen aktiv. Wir brauchen definitiv mehr Züge. Definitiv mehr Züge. Aber ich soll erstmal den Inventar aufräumen. Also, die scheiß Pistole braucht auch keine Sau. Den Sand schmeiße ich jetzt auch hier rein. Das schmeißen wir rein. Das. Oh, ganz einfach. Das machen wir jetzt richtig einfach. Auch die Anlagen brauche ich jetzt gerade alle nicht. Die werden ja alle eh rumsortiert. Das ist jetzt richtig gut dadurch. Wir kriegen jetzt richtig schön viel Platz. Das hier. Ganz ehrlich, das habe ich ja nur reingesetzt. Blödsinn brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht mehr. Das behalte ich mal. Das brauchen wir auch nicht mehr. So. Weg damit. Bisschen Landaufschüttung kann hier noch rein. Ich denke, den Rest behalte ich mal. Würde ich sagen. Warum ich so viel Produktivitätsmodule habe, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die schmeiße ich auch erstmal wieder zurück. So. Da holt wieder jemand Speed raus, ohne nachzurücken. Was fehlt hier? Schon wieder Modulparts. Was fehlt? Keramik. Das ist auch kein Problem. Da holen wir einfach hier ein bisschen Keramik. Schmeißen wieder rein. Dann kann es weiterarbeiten. So. Macht aus Holzkisten oben mal lieber eine Anforderungskiste. Was, Facepalm? Schmeiß ich die falsche Kiste rein? Nö, ist doch eine Logistik-Storage-Haus. I don't know. Bist du sicher, dass er das richtig Lagerhaus dafür ist, wegen Anforderungen und liefern und so? Ja, es ist... Zu mir hieß es, ich soll das reinschmeißen, weil es ist eine Logistik-Storage-Haus. Ne? Da können die Drohnen... Man sieht es unten rechts, wird abgeholt momentan. 32 Rohre und eine Kohle wird abgeholt. Das sind die richtigen Kisten. Da bin ich mir aber sowas von sicher. So, Züge. Wir brauchen mehr Züge im System. Ich glaube, wir... So hat er nicht das ganze Keramik da reingeschmissen. Oh oh. Ach, da ist er wieder. Oh oh. Hallo? Was geht ab? Was denn? Wolltest du gerade was in eine andere Kiste reinwerfen? Nein, ich habe alles... Oder solltest du? Ich hab's richtig gemacht. Ja, ich weiß. Ich hab's doch gesehen. Weiß nicht, was die Leute wieder schreiben. Blödsinn. Deswegen habe ich doch die Kisten dahingestellt.
Ja, warum? Eben. Ja, eben. Ah. Na, dass der jetzt hier drin steht, ist natürlich kacke, aber ist halt so. So, zwei Züge mal kurz reinstellen. Einmal Kohlezug und jetzt schauen wir gerade mal, ob ich einen kopieren kann. Ja. Kohle ab, warten, Kohle an. Kohle ab, warten. So. Dann wollten wir einen wollten wir nochmal einen Kohlegaszug? Oh, scheiße, welchen Zug wollte ich nochmal machen? Scheiße. Aus welcher Holzkiste soll ich eine Anforderungskiste machen? Hä? Glas? Die Holzverbrennung. Die du gepostet hast. Aber das bringt nichts, weil die Holzverbrennung ja gar nicht außerhalb in Logistik sitzt. Ich wollte gerade sagen, die ist außerhalb der Logistik. Ja, eben. Die ist zum Händisch reinwerfen. Ja, genau. So, welche. Okay, dass die hier nicht mehr stehen müssen, können wir verhindern. Das Problem, naja, können wir nicht verhindern, weil die Anlage generell gar keinen Wartebereich hat, wie man hier sieht. Die hat sowas einfach nicht. Ist halt schlecht. Man könnte jetzt hier Wartebereiche setzen. Dann würde der Zug hier rausfahren und würde direkt hier hinfahren. Ich glaube, das würde sich ganz gut anbieten. Das ist ein ganz schön langer Weg. Warte mal, Spinnen. Irgendwo müssen noch die Spinnen sein. Oh, schon wieder so weit weg. Dann treffen wir uns da, komm. Cold Coke. Wollte ich Cold Coke noch mehr setzen? Noch mehr? Sicher? Wolltest du eine zweite Anlage setzen? Nova. Weiß ja nicht. Nein. Seit wann du heute spielst? Mitspielst? Ich spiele mit. Das ist neu. Ja, mir auch. Guck mal, das ist schon so lange her, dass ich die zweite Anlage, die ich bauen wollte, schon gar nicht mehr finde, weil sie schon längst steht. Ich habe echt vergessen, wo ich sie hingesetzt habe. Nichts Neues. Cool. Die ist einfach weg. Ach, hier. Da. Oh, eine Spinne. Gehen wir mal hierher. So. Kolko, Züge, setz doch rechts von der Sulfo-Anlage. Warte, Bahnhöfe, Platz hättest du mehr. Rechts. Ach, du meinst hier? Ja, es ist generell scheiße, dass der Zug hier rüber fährt. Und wenn ich sie hier setze, bringt es nichts, weil der würde trotzdem hier reinfahren, weil für den Zug ist es geschickt, das so zu fahren. Und hier rein, als hier runter umzudrehen und dann da reinzufahren. Es macht mehr Sinn, hier welche zu setzen. Warte, sie. Ah, nee, halt, Quatsch, auf der linken Seite. Ja, gut, okay. Wenn ich sie hier setze, ja, okay. Ist trotzdem doof. Ich meine, der fährt hier raus, dann kann er auch hier wieder reinfahren. Ne? Dup, 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 dup. Dup, dup. Dup, dup. Dup, dup. Dum, dum. Wobei halt so nie gewährleistet ist, dass die Züge Sprit kriegen, ne? Wenn ich sie seitlich baue. Also das ist das, was mir an diesem Prinzip hier nicht gefällt. Ich meine, hier haben wir es angedacht. Aber hier oben wurde es halt. Okay, hier wurde es auch angedacht von so, Phantom. Der hat es hier gemacht. Da geht's. Da geht's. Du wolltest mir Züge machen für irgendwas mit Kohle. Ja, hab ich. Ich habe einen Kohlezug mehr rein. Können wir mal gucken, ob das überhaupt ausreicht. Es. Guck mal, also die Anlage hier, der ist einfach langweilig, ne? Wir haben jetzt vier Züge. Fährt zu Kohle an, Kohle an, Kohle ab, Kohle an. Ich glaube, es reicht immer noch nicht, oder? Ich kriege ganz viel. Ich mache jetzt Symbole. Ich mache jetzt wirklich Symbole, weil ich es nicht mehr finde. Mhm. Ich bin so langsam an dem Punkt angekommen, dass ich meine eigenen Anlagen nicht mehr finde. So. Coal Coke bestätigen.
Wir haben einmal hier die Anlage. Und wir haben sie irgendwo hier. Looky, looky. Da. Da. Na gut, wir haben vier. Ja, dann nehmen wir nochmal welche rein ins System. Das ist okay. So, einmal. Sei frei, wie der Vogel. Der kann gerade nicht, weil schon zwei Züge in die Richtung unterwegs sind. Das ist halt der Nachteil hier. Hier haben wir die Position, dass zwei Züge in einer Reihe stehen können. Das funktioniert. Theoretisch könnte sogar ein dritter hier stehen, weil du hier eine Ausweichspur hast. Ja. Spricht eigentlich nichts dagegen, hier eine dritte Abnahme hinzusetzen. So, wir haben hier. Warum 12, 18? Warum gehen wir hier auf 18? Passt da nur 6 rein? Oh ja, okay. 6. Ja, aber 6. Könnte man ja auf 6000 schon einstellen, ne? So. So, mit Zugbeschränkung aktiv. 3 Stück. 5 Züge. Ich überlege gerade, ob ich jetzt hier einen 6. noch mit reinpacke. Wie haben wir hier? Einen. Aber ich glaube, wir kriegen hier halt auch... Ja, 1 zu 4. Das heißt, da kommt ein Zug. Und der versorgt halt dann deutlich mehr. Vor allem sind es hier 50er Stacks und hier sind es 100er Stacks. Das heißt, hier kommt halt, ist viel mehr drin. Passt eigentlich. Da kommt der nächste. Mehr wie 3 würde ich auch gar nicht empfehlen, weil ich glaube, die Greifer dann das gar nicht mehr packen. Denke ich. Weil dann würden hier permanent 3 Züge, glaube ich, stehen. Schauen wir einfach mal, wie sich das verteilt. Man sieht, es sind alle Züge, die sind in irgendeiner Weise unterwegs. Auch hier hat es halt keinen Wartebereich, was bei so einer Anlage natürlich sehr bescheiden ist. Fand ich in dem Konzept in der Anlage auch schon doof. Im Endeffekt ist hier der Fehler, dass halt alles mittig ist. Man wollte symmetrisch bauen. Wäre der Bereich hier oben, könnte man einfach drunter einen Wartebereich setzen noch. Aber das macht nichts. Für den Bahnhof mit dem dritten Zug solltest du dann noch rechts von diesem Feld einen Wartebahnhof setzen, weil dieser sonst die Schienen oben verstopfen könnte. Hä? Der verstopft dir nichts. Der nächste Zug kommt hier rein. Was soll der da verstopfen? Es sind zwei Stecken. Der würde, entweder steht er dann hier, oder er würde hier stehen, der andere Zug. Warte, wir können es jetzt sehen. So, er verstopft nichts, ne? Hier, Kettensignale, ist das Magic Word. Ah, es geht hier echt gut ab jetzt. Wenn Dossi sein Holz in die Storage der Mall schmeißt, er soll ja das Holz nicht in die Mall schmeißen. Deswegen habe ich den Bein da oben ja vorhin. Ich mach das da immer schön brav, Phantom. Ich weiß von nichts. Ja, ja. I'm not here. So, pass mal auf. Wir machen jetzt das folgendermaßen. Brauch den Scheiß bei mir in der Mauer nicht. Kein Holz. So. Ich schmeiß schön, wo du gesagt hast, dass man es hinschmeißen soll. Aber kein Holz. Doch, irgendwer hat euch schon Holz reingeworfen. Ja, Dossi. Wer sonst? Oder es war schon hier. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das war schon hier. Warum habe ich eigentlich so eine komische Einstellung für Zuglängen? Ja, hab ich gar nicht. Was rede ich da? Das ist uns auch ein Rätsel. Da. Das immer weg. Was läuft denn da wieder an mir vorbei, Hässliches? Jung. So, geklemmt.
So. Warten 1. Warte, geht da, bro. Können wir das nicht bei den Viechern so machen? Ging das nicht so? Bei welchen Fischern? Viechern. Bei welchen Viechern? Den Spinnen. Nicht den Spinnen. Ja, was bei denn? Bei denen, wo wir hier haben. Was denn? Als Gegner. Okay. So ein Zauberspruch aus Harry Potter. Harry Potter. Falls das ein Brennstoffzug und ein Kohlezug gleichzeitig dort oben sein sollte. Nee, das verstehst du falsch. Das ist der alte Brennstoffbahnhof. Der wird nicht mehr benutzt. Ja, guck. Ja, old. Übrigens, ich habe ein schönes Kurzvideo gesehen auf TikTok. Mhm. Aber ihr kennt doch bei Harry Potter im ersten Film, wo Hermine doch im Zug Harry die Brille repariert. Ja. Ja. Und dann siehst du die Szene und dann sagt sie aber statt, ich glaube, Reparo oder so, sagt sie Avada Kedavra und es kommt sofort der Abspann. Okay. Ja, das war lustig. Ah, der will da immer noch hinfahren, der Sack. Jetzt so fährt er rüber. Einfach geht das, gell? Oh, jetzt will er da hinfahren. So. Einmal raus mit dir. Monster. Wingardium Sterbiosa. Sterbiosa. Ist auch gut. Sterbiosa. Das ist gut, ja, gefällt mir. Monster. Wie so schön heißt. So, der fährt ganz woanders hin, ist mir auch egal. Kann auch sein, dass sie schon angefordert werden. Ah, da kommt er. So, was mir natürlich jetzt hier nicht gefällt, ist, dass sie hier keinen Sprit haben. Könnten hier natürlich einen taktischen Spritbahnhof setzen. Hier. Dass wir hier einfach Sprit haben. Problem ist. Nö, es ist kein Problem. Wir lassen es hier anliefern. So wie immer. Einfach zur Sicherheit. Machen wir dann einfach hier rein. So. Dann wird hier nämlich der Sprit angeliefert. Die zwei Wartebahnhöfe. Und fertig. Das ist auch nicht übertrieben oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was hier vielleicht schlecht ist, ist, dass der... warte, wir machen das anders. Wir schließen es da an. Aus dem einfachen Grund. Das kann dann ein normales Signal werden. Das wird zum Kettensignal. Damit ihr quasi den Zug hier habt, dass er hier warten kann. Weil wenn ihr zu nah baut und ihr habt Kettensignal hier, habt Kettensignal da, dann muss der Zug hier unten halt warten und hat die Distanz zu überbrücken, wenn er mal rausfahren darf. Das ist halt dann auch wieder nicht gut designt. So, wir brauchen natürlich hier auch klar Strom. So, der müsste kommen. Jawohl, Zug ist unterwegs. Das brauchen wir nicht. Da ist der Kram. Und dann können wir das einfach hier durchschicken, ne? Warte, wir machen das. So. Das ist jetzt auch wirklich nicht übertrieben. Das ist einfach eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Ich finde, bei sowas darf man gerne lieber viel zu viel Treibstoffdepots oder halt, ja, als zu wenig nachher. Nur weil es jetzt vielleicht nicht ganz so hübsch aussieht. Oh mein Gott. Was? Soll nicht hübsch sein? Was? Vielleicht in die Wartebahnhöfe ein Zuglimit einstellen, dass da nicht zu viel hingehen. Habe ich das nicht gemacht? Ups. Danke. Das passiert, wenn man das nicht einstellt. Habe ich vergessen. Einmal nicht kopiert, ne, hier. Schon ein Problem. Wie viel haben wir denn da eigentlich schon? Wir haben 235 Wartebahnhöfe. Hopsala. Okay. So, aber schön, es sieht aus. Hier haben wir jetzt unseren Crush-Sulfur-Zug. Perfekt. Da wartet ja noch ein Zug da drüben. Wir wollten ja eventuell noch mal Kohle einstellen. Aber jetzt haben wir noch mal Kohle eben.
Ich glaube. Also leer machen kriegt es nicht. Man sieht hier, das Ding ist dauerhaft voll. Ich glaube, wir packen da nochmal einen rein, ganz ehrlich. Auf und davon. Los geht's. Noch ein cooler Zug. Und wie viele Züge zu den Wartebahnhöfen? Aktuell. Kann man das hier so sehen? Ich glaube schon, oder? 80. 86. Also wir haben deutlich mehr Wartebahnhöfe wie Züge, die warten. Wir haben sogar drei Bahnhöfe, die warten unterstrich heißt. Von irgendeiner Anlage. Da ist was falsch eingestellt. Was bist du für eine Anlage? Welche ist denn? Oh, die Urananlage hat aus Versehen falsche Namen. Gar nicht gesehen. Mhm. Heißt natürlich Warten 1. So. Zack. Zack. Oh, drei neue Wartebahnhöfe. Passt auch. Das ist, glaube ich, einfach nur ein Zug. Ja, der kann da auch stehen bleiben. So, was? Phantom baut eine zweite Kristallanlage, wie sie aussieht. Jo. Sehr gut. Hast du die erste schon mit Modulen gefüttert? Noch nicht ganz. So, jetzt stehen natürlich wieder Sulfur drin, das ist klar. Ah, oh, guck mal, jetzt stehen wieder beide Züge drin. Weil wir halt einfach, wie viele Züge haben wir hier eingestellt? Drei Stück, alle drei sind da, das heißt, Abnahme ist nicht da. Warum ist die Abnahme nicht da? Weil das hier immer noch zu langsam. Nee, warte mal, das ist nicht zu langsam, sondern das da hinten ist voll, okay. Weil wahrscheinlich hier Schwefel voll ist. Ja, Schwefel ist voll. Geht da kaputt? Was? Achso, die Mauern. Ja, Standard wieder. Dossi vielleicht in die Wand. Achso, Entschuldigung. Wenn der Wartebahnhof angefahren wird, wird dieser doch schon automatisch besetzt. Und wenn schon dort einer steht, wird dieser doch nicht angefahren, oder doch? Doch, der kann angefahren werden, wenn du keine Zugbeschränkung hast. Dann würde der Zug einfach woanders stehen und warten. Wobei die Logik sagt, ich weiß gerade gar nicht. Also es gibt ja verschiedene Logiken im Zugsystem generell. Logik 1 ist ja, wenn ihr viele Bahnhöfe habt, die gleich heißen, wird natürlich der Bahnhof angefahren, der für den Zug am naheliegendsten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn keine Zugbeschränkung drin ist und ihr habt zwei Bahnhöfe, einer ist besetzt und einer ist frei, ob dann der Zug sagt, ja, es macht mehr Sinn, in den Freien zu gehen. Oder der Zug sagt, ja, der Freie ist zwar frei, aber der besetzte Bahnhof, der keine Zugbeschränkung hat, ist viel, viel, viel näher. Ich fahre doch lieber zu dem. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie da die Logik ist. Aber es ist auf jeden Fall richtig zu sagen, eine Zugbeschränkung zu aktivieren, weil sollten wirklich alle voll sein, gut, dann hätten wir eh ein Problem, aber dann ist das zumindest gewährleistet, dass der Zug da nicht hinfährt. Sondern der würde beim Abbahnhof dann eher sagen, ich habe keinen freien Zugbahnhof. Und würde dann aus dem Bahnhof gar nicht erst rausfahren. Und so würde er halt sich dann einfach quasi von den Signalen her, würde er sich da hinstellen und warten, bis der Bahnhof frei wird. Deswegen auf jeden Fall Safety First hier. Wir sehen trotzdem, dass wir hier viel zu wenig Wartebereiche haben. Ich glaube, der Vorschlag hier drüben noch welche zu setzen, der wird jetzt doch von mir dankend angenommen. Ich würde auch quasi sagen, dass wir den Sprit hier mitnehmen. Und hier schon mal mit rübernehmen. So. Theoretisch könnten wir sogar die Spur hier nehmen zum Reinfahren. Ne? Ja, stimmt. Wir können hier schon ein Depot setzen. Jetzt reißen wir das mal kurz ab, weil das brauchen wir nicht mehr. Dieses dämliche Umdrehkreuz. Das haben wir ja unten schon. Ich reiße immer so ungern das alles weg. Okay, das waren ein paar Signale zu viel. Das war eine Schiene zu viel. Genau deswegen mache ich das nicht. So, passt. Okay. Aber hier passt sogar ein richtig guter, langer Wartebahnhof. Warte mal, haben wir irgendwo ein Konzept, das ich kopieren kann? So ein Kreuzkonzept von Wartebahnhöfen? Was hat ein Phantom für welche? Erstmal kurz schauen. Hm.
Sonst baue ich selber. Ich hätte gern so ein Wechselding eigentlich. Du meinst, wie bei der Mall. Was bei der Mall? Ja, genau so ein Konzept wollte ich haben. Boah, warum hast du das so lang gebaut? Ah, wegen dem hier genau. Weil das hier sieht merkwürdig aus. Aber es ist, er kann da hoch. Geradeaus. Ja, das passt schon. Da hättest du natürlich auch eine Spritanlieferung. Ja gut, vielleicht nehme ich den dann doch mit. Dann können wir uns das Fließband hier sparen. Wir machen es erstmal ohne. Wir kopieren erstmal das da. Das ist zwar lang. Und das mit den Signalen da hinten macht auch keinen Sinn, aber können wir ja gleich korrigieren. Wie lang ist denn das? Das passt da definitiv rein. Ah ja, das passt ja locker da rein. Was ich geil fände als Zugsystem, wäre eine Art Logistikbahnhof, in dem alle Züge auf ihre Anfragen warten und wenn Fabrik A sagt, dass sie was brauchen, einfach irgendein Zug, der das laden kann, das erledigt und in den Wartebereich zurückkehrt. Ja, das gibt's quasi als Mod, LTN. Richtig, LTN ist so aufgebaut, dass du halt an verschiedenen Stellen Depots hast. Da stehen dann einfach leere Züge drin. Und dann hast du Anforderungen und Anlieferbahnhöfe, so wie beim Logistik quasi. Und dann stellst du da zum Beispiel ein, der Bahnhof Eisenerz, wenn Summe XY nicht da ist. Und LTN sagt dann einem der Depotzüge, hier, fahr von da nach da und hol Eisenerz und bring's dahin. Der sucht sich dann halt einen freien Zug aus. Hat natürlich den Vorteil, dass jeder Zug für alles da ist, während bei uns natürlich fest vergebene Züge feste Routen haben. Aber es funktioniert auch ohne ganz gut. So. Ich gehe mal ganz, ganz runter. So ungefähr. Wir machen Mauern wieder Sterbi. Ja. Packen mal. Weil die Laser nichts bringen. Die machen nicht genug Schaden. Also ich habe jetzt mein Ammoniagas fertig. Ja. Da eine Schiene will ich haben. Wieder hier. Nein, das war eine zu viel. Nein, das war auch eine zu viel. Brauche ich das überhaupt? Nee, brauche ich gar nicht. Jetzt brauchst du noch den Abholbahnhof da basteln. So. Theoretisch könnten auch die Dinger eigentlich so sein, ne? So. Machen wir so. Das kommt weg, das kommt weg. Ja. Wir bauen das Konzept ein bisschen um, wie ihr seht. Bitte jetzt keine LTN-Diskussion lostreten, nicht schon wieder. Ach, wieso, Klaas? Gab's schon sowas? Ja, ich werd gemobbt hier. Weiß nicht, was der Nova heute hat mit seinem Mobben. Ne? Keine Ahnung. Ein armes Würstchen einfach. Und was? Mit Recht? Signale. Ah, guck mal, wir haben noch Signale. Gut, dass ich da bin. Gab es bis jetzt fast jeden Stream. Ich sag mal so, ne, wenn Factorio 2.0 da ist, ist es egal, weil dann brauchst du kein LTN mehr, weil Factorio das einfach kann. Dann kannst du den Zügen nämlich sagen, du kannst den Bahnhöfen Bedingungen geben in den Zügen. Das heißt, du hast quasi eine Gruppe, ich nenn's mal die Erzgruppe, sage ich jetzt einfach mal. Und da hast du eingestellt, wenn du so und so viel Eisenerz in deinem Inventar hast, fahr den Bahnhof an. Wenn du Kupfer hast, fahr den Bahnhof an. Wenn du Uran hast, fahr den Bahnhof an. Guck mal. Eine schöne Pastellfarbe. Hm? Ach, je. Das sieht ja witzig aus. Also da wird es nochmal richtig, richtig spannend. So, warte mal, das ist das hier. Boah.
Phantom setzt wieder große Blaupausen. Ah, endlich mal merkst du es auch. Okay, ich dachte schon, das liegt immer nur an mir. Ja, es hängt bei mir auch ein bisschen. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Er hat noch ein bisschen 3 Millionen Betoneinheiten geworfen. Jo. Kriegen wir dann noch mal einen Bahnhof hin? Kriegen wir dann noch mal einen hin? So, ich brauche trotzdem einen Purifier. Ach, wir kriegen da keinen. Ah, warte mal, das Signal ist ja hier. Ja! Wir kriegen ja noch mal welche hin. Geil. Das müsste gehen. Und einen Überlauf brauche ich. Oder? Ah, leck mich. Wegen 2 Feldern geht's nicht. Warte mal, wobei. Hier sind ja die Dinger. Gucken wir gleich. Ich hab doch Bahnhöfe, Mann. Das liest sich vielleicht ohne LTN lösen, aber dann müsstest du Kabel und die Logistikvergleiche Kombinatoren über die ganzen Karte setzen musst ohne Ende und das ohne, dass du dein Kabel mit Rot oder Grün kreuzt. Viel Spaß damit. Nein, das kannst du nicht. Das geht nicht. Das Problem ist ja, dass du den Zügen nicht keine Befehle geben kannst in Form von fahr den an oder fahr den Bahnhof an. Deswegen, du kannst LTR nicht zu 100% mit Vanilla oder mit dem jetzigen Factorio-Stand erzeugen. Das geht einfach nicht. Ach, das mache ich auch im R-Filter. Das ist natürlich auch cool. Durch das System, was hier gefahren wird, musst du halt etwas mehr einstellen und es kommt immer einer um die Ecke mit, nimmt doch LTM mit rein und man hat sich ja bewusst gegen LTM entschieden für die Herausforderung. Ja, eben genau. Vor allem, weil wir einfach auch beweisen wollen, es geht ohne. Und das brauchen wir theoretisch nicht. Auch wenn Nova heult. Ja, auch wenn Nova heult. Die wollen mich nur ärgern, deswegen machen die das. So. Und jetzt können wir, das Problem ist, ja, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir machen es jetzt so. Langsam. So. Und hier 1000. Da sollte ich vielleicht 2-3 dran schmieren. Ja, ist ein bisschen uncool, dass hier nirgends ein Kettensignal reinpasst von der Distanz hier. Aber das ist dann halt so. Und hier ist es zu kurz. Weil, warte mal, wir können ja. Ja, stimmt, wir können ja die Signale hier in die Kurven setzen. Macht eh mehr Sinn, dann hat es der Zug kürzer und quittiert die Strecke schneller. So, jetzt haben wir noch ein paar Wartebahnhöfe kredenzt. Jetzt müssen wir ganz schnell, weil ich erst angeschlossen habe da oben, leider. Mal kurz provisorisch da anschließen, so. Jetzt wieder draußen auch ein Schuh hier. So, ganz easy angeschlossen. Total easy. Bleibt jetzt alles übrig. So, der Zug kann jetzt quasi hier raus und kann sich dann hier verteilen. Okay. Das ist wie gesagt, das wird später. Wenn die Strecke hier, warte, sorry. Wenn das hier verbunden ist, können wir das richtig anschließen. Dann passt's auch. Oh, wir haben einen Sprit. Jetzt haben wir es endlich mal erreicht. So, das ist das, was wir erreichen wollen. Zug ist hier, holt sich den Sprit, fährt hier rein und wartet, bis er gebraucht wird. Ganz easy. Und hier wird immer noch zu wenig angeliefert. Also entweder haben wir dann zu wenig. Ach, mal gucken. So, wir haben hier keinen Sprit, ne? Ja, richtig, richtig. Das müssen wir noch kurz runterholen. Das reicht. An der Stelle Sprit zu haben. Wir nutzen jetzt doch das Fließband, was wir da haben. Ein Kackbaum hier im Weg. Also normal. Kackbaum oder Strommast. Ernsthaft, wegen der scheiß Kackschiene. Oh, ich krieg's kotzen. Ich beruhig mich erstmal. Buser. Ja. Aber echt. Das Spiel will mich doch verarschen. Nicht nur das Spiel.
Ah, also. Nee, das wird hässlich. Das wird hässlich. Ach, ganz ehrlich. Nee, da mit der Mauer. Das hat keiner gesehen. Mauer? Das ist doch Raumbegrenzungseinheit. Es direkt aus der Produktion zu holen, wäre kürzer gewesen. Nicht unbedingt. Außerdem will ich ja nicht Schienen kreuzen mit Fließbändern. Das ist ja hier. Hier kreuze ich ja quasi nur da ein bisschen, aber das ist okay. So. Jetzt können wir den auch mal wieder rausfahren, bitte. Ich hab gedacht, einer hat jetzt schon mal die Anlage für die grünen Dinger kopiert und neu gesetzt. Welche grünen Dinger? Ja, die grünen Forschung. Nee, ich bin doch ganz beschäftigt. Oh. Hey, Real Seatags, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Ich bin zu spät, hab's verpennt. Alles gut, alles gut. Ich wusste schon, warum diese unelegante Lösung mit dem Verlegen dieses Spritfließbandes nichts wird. Ja, ja. Wieso wird's denn nix? Wieso? Hat doch funktioniert. Ihr Perfektionisten, ihr da draußen. Ich sehe gerade, wir brauchen dann auch noch eine Anlage für Kombinator, für Berechnung. Ja, da gibt's schon eine Anlage, die kannst du auch kopieren quasi und einfach nur umstellen. Weil wir ja die anderen Kombinatoren schon bauen. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Ich glaube hier. Ach, hast du schon? Oder? Nee. Hast du schon? Ich suche. Nee, da doch nicht. Wo war die dann? Warte, ich. Ich suche über die Bahnhöfe, das ist am einfachsten. Haltestelle. Kombi. Okay, oder Kombinator ist er nicht. Ja, hier. Ich habe. Danke. Heißt der wieder so beschissen? Du hast ihn benannt. Wie heißt er denn? Vergleicher ab. Ach, der heißt Vergleicher. Ja, genau. Genau, aber die Anlage kannst du kopieren, weil theoretisch der andere braucht ja das gleiche, soweit ich weiß. Ja, ja, oder? Du musst nur die Dinger dann umstellen. Genau. Einer muss immer motzen. Ja, definitiv Johnny Max. Arikosa, Wassermarsch. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank fürs Erinnern. Ich hebe mein Glas auf dich. Ich habe gedacht, diesmal übernehme ich das statt der Chat. Das Meckern? Ja. Du meckerst? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, dann mache ich es nicht gut. Ich schaue mir die Aufzeichnung an, muss ins Bett. Bis dann, gute Nacht. Donnerpass, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Danke für deinen Support und vor allem Dankeschön für deine Mühen, dass du die Wiederholung reinziehst. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, haust da rein. Schlaf gut. Es ist wirklich Zeit für mehr Symbole auf der Karte. Ja, wenn die Symbole nicht so kacke wären, bin ich ganz ehrlich, wer sieht das hier schon großartig? Oder? Also, es gibt doch demnächst neue tolle Textplatten. Ja, das dauert aber noch. Das sind keine Textplatten, das sind digitale Anzeigen. Dieser Display. Auf das freue ich mich wirklich, weil du es halt auch schalten kannst. Einfach ab in die Blaupause rein, kopieren und dann kannst du sagen, was im Warenhausbahnhof ist, soll einfach bitte anzeigen und schon ist das Ding erledigt. Der Lachs. Der Lux. Ja, leider sind die zu klein. Eben, die sind. Ich finde es auch echt schade, dass man die nicht einfach größer machen kann. Ne? Einfach hier draufklicken und es wäre da nicht so kompliziert gewesen, hier so einen Schieberegler einzubinden, der die Größe bestimmt. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Könnte die bei mir immer skalieren und ich spiele Vanilla. Du kannst die nicht skalieren, Luki. Kannst du nicht. Du kannst hier Markierung einrasten, ja, aber das hier ist nicht skalieren. Das ist ja nur das Einrasten. Da geht nichts. Schau wieder. Was ist hier los? Wie viel? 15. Wow. Die Electronic Parts. Und nochmal Keramik. Komm, wir füllen jetzt mal hier nochmal ein bisschen auf. Wir füllen auf. Oh, 12 Keramik. Oh, was ist hier los? Keramik ist leer, weil Stein leer ist. Steht bei Warten. 1. Zugbeschränkung 0. Hä? Sag mal. Also irgendwer hat doch rumgepfuscht. Wie kann das sein, dass hier stundenlang Stein kommt und auf einmal verlangt der Bahnhof Zugbeschränkung 1 und der Kombinator hat 2 eingestellt? Wieder Stein. Echt komisch. Oder lag's an der Zug? Oh, war ich noch nicht mal. Ja, vielleicht, weil wir im letzten Stream haben wir ein paar Namen korrigiert. Ja, vielleicht. Genau. Ah, dann liegt's daran.
Na toll. Okay, jetzt ist Keramik erstmal leer. Aber die zu kalte Stein an korrigiert alle. Ja, okay. So, aber der Bereich ist eigentlich ganz cool. Das hier. Vielleicht bauen wir das auch noch um und bauen hier einen Wartebereich. Einen Spritbahnhof mit ein, der das versorgt, dass wir das Band wegkriegen. Die lasse ich jetzt mal da. Wobei die fast obsolet sind. Ich hätte vielleicht auf dich hören sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir hier so viel reinkriegen. Letztendlich haben wir hier 4, 8, 12 Wartebahnhöfe reinbekommen. Streich dir das im Kalender an, das sagt er nicht oft. Was? Dass ich einen Zuschauer lob? Ich wollte gerade sagen, ja. Ich war hier nicht gemeint. Ja. Ach, du warst nicht gemeint. Oh, das fällt mir dann. Nee. Armer Phantom. Naja. Ist diesmal kein Clip wert. So, wir machen mal hier kurz. Wie heißen die Dinger bei der Grünforschung? Brechner oder Wodka? Mit Vergleicher? Die heißen Berechnung. Kombinator für Berechnungen. Weil dann nenne ich die einfach nur Berechnung ab. Mach's mir einfach. Nein, du nennst die Berechnung unterstrich Bild unterstrich ab. So wie es im Ticket steht. Aha. Warum hast du das bei deinen Vergleichern nicht so gemacht? Weil das Ticket älter ist wie der Bahnhof. Ganz einfach. Peu à peu nennen wir sie um. Wenn wir gerade irgendwo dabei sind. Ja. Jetzt fertig abreißen, umbauen. Umbauen? Achso, du meinst, das hier wegmachen. Ja. Ach stimmt, hier ist ja noch eine Ausfahrt. Die macht keinen Sinn, ja. Ja, müssen wir noch machen. Lass mich kurz die Strecke hier machen. Das würde nämlich das hier, dann brauche ich diesen Wendekreis nicht mehr. Das würde einiges einfacher machen. Nimm einfach hier noch ein bisschen mit. Da noch ein bisschen mit. Ich habe Landaufschüttung. Wohin damit? Einfach da reinschmeißen. So, normalerweise würde hier ein Kreisel reinkommen. Das geht aber noch nicht. Weil das zumachen, das ist nicht so gut. Aus gewissen Gründen. Wie man sich vielleicht denken kann. Vor allem kann dann hier der... Das hier kann auch mal weg. Also von Hand abreißen, ganz ehrlich. Schade. Oh, halt. Boah. Da stand ich wieder auf der Schiene. Oh, ich hab schon die Zuschauer rufen sehen. Meinst du, hast den Zonk gehört? Ja, den auch, ja. So. Das wird dann später irgendwann zur Kreuzung werden. Einen Abend hat Dossi nun die Verteidigung mit dem Landfill umgegangen? Nee, das war ja schon, oder? Oh! Was? Ja, hab ich. Ups. Oh ja, hat er. Upsi! Phantom, wir brauchen... Phantom, du hast da eine Lücke. Was hast du da für Blödsinn gemacht? Mann. Zum Glück kann man nicht sehen, wer den Landfill gesetzt hat, gell? Ich hol schon mal die provisorische Verteidigung her. Alter, den Bugs machst du selber weg. Ja. Ich räum auf. Weißt du, warum er das jetzt erst gemacht hat? Weil die Artillerie nicht mehr weit entfernt ist. Ah. Hat er gedacht, da kann er jetzt flexen. Och, die Artillerie ist schon noch weit weg, finde ich. Nö. Weiß ja nicht, was Nova macht. Oder was braucht die? Ja gut, die Explosivgeschosse, ne? Sprengstoff machen wir auch noch nicht. Also es dauert schon noch ein bisschen, bis wir die können. Ja gut, die kannst du ja, die... Ich weiß gar nicht, was brauchen. Sprengstoff. Weiß ich. Guck doch mal, was ich da gerade gepinkt habe. Ah, okay. Sprengstoff.
Ja, okay. Also so viel ist nicht mehr. Ist es müssen nur noch. Bauen, gell? Ich wollte gerade sagen, es müssen nur noch die Munition, Artilleriemunition gebaut werden. Der Rest ist da. Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, baust du Radare da schon? Nee, Radare baue ich noch nicht. Ja, ich brauchst du ja dafür. Ja. So. Aber muss ich die Kreuzung setzen? Ja, ich weiß, Klaas. Also das Verlegen des Fließbandes sah mir mehr improvisiert als durchdacht aus und hätte er dieses Band wenigstens noch um die Echte verlegt, wäre ihm aufgefallen, dass das Verlegen der Gleise knapper an der Ecke der Mauer vorbei nicht funktionieren kann. Ja, kleinkariert einfach. Ja, schon möglich, aber lass ihn doch einfach machen. Johnny Mac, da ist Hopfen und Malz verloren. Weißt du doch aus letzten Streams schon. Da ist einfach verloren. So, wir korrigieren jetzt noch kurz oben. Beides können wir auch eigentlich mal hier kurz durchziehen. Habe ich noch ein paar Türchen da? Nein. So. Dann kann das hier mal weg. So, ich brauche erstmal Flitzebänder. Blitzebänder. 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 Ja. Ich habe nämlich so lange mit Rohren gebaut, dass ich überhaupt keine mehr habe. Alle aussortiert. So, da. 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 Und da. So, dann ist die Strecke auf jeden Fall auch schon mal angenehmer. Züge, die hier hin wollen, können jetzt direkt von unten kommen. Und fahren direkt rein und müssen nicht gar nicht hier einmal außen rum. Das ist auf jeden Fall auch schon mal angenehmer. Züge, die hier parken, können direkt hier rausfahren. Können hier auch umdrehen, wenn sie wollen. Aber das ist eine bessere Ausfahrt als hier hoch und dann da lang und wieder hier runter. Und auch für den Spritzug. Ja gut, der Spritzug muss halt einmal hier hoch und umdrehen. Das ist klar. Wir wollen ja keine Überkreuzungen hier haben, eigentlich. Da hat irgendjemand die guten Dinger geklaut. Jetzt kannst du auf die Kreuzung setzen. Ja, nee, da muss ich ein Stück Mauer abreißen. Das will ich jetzt noch nicht. Außerdem macht die Kreuzung noch keinen Sinn. Also, die bringt noch nichts. Dossi! Huhu, mein kleiner Zugverrückter. Wie geht's denn immer so? Der Fette! Ja, Hallöchen! Lange, lange ist her, ne? Na, alles gut. Bei uns ist auf jeden Fall alles super. Oh. Schön, dass du da bist. Ich habe einen Fehler in deiner Blaupause gefunden. Hä? Ich habe keine Blaupausen. Ja, da, wo ich kopiert habe. Da. Huch. Ah ja. Falsch rumgesetzt. Wieso falsch rum? Zu kurz? Ja, und die Äußeren zu lang. Ja. 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 Gerade aufgefallen, wie ich hier so Copy-Paste gemacht hab. Das sieht man, ne? Warum fehlt hier eigentlich Kupfer? Was ist hier los? Kommt der zu wenig Kupferplatten an? Nee. Ist die Anlage zu langsam? Wieso war das Band gerade leer? Verstehe ich nicht. Sehr merkwürdig. Aber sie wäre schon da und fertig. Ja. Überlege jetzt gerade. Eigentlich will ich jetzt hier nicht. Ich mache jetzt hier nur provisorisch zu. Ich kopiere mir jetzt den Kram hier. Von Fente. Oh, Gottes Willen. Nee, so nicht. Upsala. Fühlt sich nicht so begeistert an. Ich kopiere mir das von Fente. Oh, nee, doch nicht. Ja, ich habe mich gerade verklickt, deswegen. Hm. So, Mauern müssen wir gucken. Sind die in der Mall die Mauer? Theoretisch schon. Da hätten wir ein bisschen Mauer. Türme habe ich schon. Hast du da Türme in der Mall? Ja, da. So. Oh. Kann man da eine Fließbänder setzen? Ich habe gerade keine mehr. Ja. Sitzt. Greifer mache ich auch noch hin.
So. Guck mal, hier ist sogar noch gelbes Fließband. Schwert bekloppt. Da ist eine Nachricht dabei. So. Ich glaube, ich habe eine Arena vernommen. Zumindest haben die Glocken geläutet. Ausrufezeichen FF. Ah, wenn ihr mitmachen wollt in der Arena, um ein paar zusätzliche Dolphitaler zu bekommen. Wer weiß, vielleicht wollt ihr ja ein bisschen. Bisschen Spaß. Was ist das hier? Ach, Doppelmauer. Zu den Waffen! Ist okay. Hält länger. Oh, guck mal, hier ist offen. Auch ein interessantes Mauerdesign, muss ich sagen. So. Okay, das Leck wurde gestopft. Wenn ich jetzt hier einen Kreisel haben will, muss ich mal gucken. Warte, wir können auch einen ganzen kurz nehmen. Ah, seht ihr, was ich meine? Da ist halt ein Stück Mauer. Ah, das machen wir erst, wenn die Mauer wegkommt. Ganz ehrlich. Da baue ich jetzt noch keinen Kreisel hin. Das machen wir nicht. Oder? Nee. Alles gut. Ist repariert und fertig. Ich warte jetzt. Ich werde jetzt auch nicht. Das dauert einfach zu lang, die Gegner jetzt anzugreifen ohne Artillerie. Das mit den Spinnen ist zwar schön, aber hätten die ein bisschen besseres Equipment. Sind ja die Kleinen. Ja, nicht nur, weil sie die Kleinen sind, sondern auch, weil sie halt vom Strom her einfach... Es ist Nacht, dann musst du immer wieder Pausen machen. Das frisst halt einfach zu viel Zeit. Bin ich ganz ehrlich. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, weil wir haben ja ein paar Wechselstuben-Anfragen. Die sind schon über eine Stunde her. Ich möchte natürlich, dass die Leute nicht zu lange warten. Ich muss eh aufs Klo, deswegen wir machen jetzt kurz eine kleine Runde. Phantom Max.